Leif, Freundinnen und Freund, alle gut. Ich muss den Dämmern jetzt wiederholen. Wir sind seit dem August 2008 geht es eine weltweite Krise. Eine Finanzkrise, die zur Wirtschaftskrise ging, die zur Währungskrise ging. Verschiedene Leute sprechen noch von einer Systemkrise. Ein Kind von der Welt, von der globalisierten Welt, an der wir leben, als verschont blieben. Auch nicht Europa. Es ist fest davon überzeugt, dass wenn Geschichtsbücher später über diese Zeit werden geschrieben gehen, an 20, 30 Jahren, dass die Zeit nur 2008 als eine von den Zeiten werden an die Geschichte gehen, wo die grundlegendsten Änderungen an der Welt an den letzten Jahrzehnten passiert sind. Eine ganze Reihe von Gleichgewichten, die wir kannt haben, lang kannt haben, die werden an diesen Zeiten für ewig verschwanden. Zu Ungunsten von den USA, zu Ungunsten von Europa und zu Gunsten von anderen Gegenden an der Welt, China, Indien, Brasilien und anderen. Wenn jemand Leute, die regelmäßig an die Gegenden von der Welt fahren oder dort schaffen oder probieren, dort Business zu machen oder probieren, von dort Business auf Plötzeburg zu bringen, wenn jemand denen schwätzt, da gesagt den, dann hört den, wenn ihn hinten nur lauscht, wie schnell dass sich da alles ändert. Wie dynamisch, wie hungrig die Leute sind, für Wohlstand und Wohlstand zu kriegen. Etwas an den Mengen nahe klar, Troll und Gewicht von Europa auf der Welt, an anderer Welt, wird nicht weiter herabgehen. Und entweder wir als Teil von dem Europa, wir kennen das, wir adaptieren uns, wir gucken mit dem Moyen von Mühe für uns Leute eine gute Politik zu machen, oder wir machen das nicht. Wir machen das so, wir machen Scheuklappen nun, wir hoffen, dass es lernst geht und geht nicht lernst. Und da müssen wir mit den Konsequenzen leben. Weil auch in Europa, liebe Freundinnen und Freunde, ist vieles am Gange, sich zu ändern. Dass Europa von Kohle mit der Raum, an dem wir eigentlich abgewusst sind, hat die Impression, dass es nicht mehr geht. Die Generation, die noch im Krieg in Europa geschaffen hat, wo großer Klang sich für ihr gleichberechtigt eine Stimme hat, als am Gangen zu verschwanden hat. Als am Gangen an viele Länder in Europa zu kommen, wo nicht mehr national gehandelt und geschwärzt wird. Wo Politiker nicht am Gangen sind, Barrieren, Grenzen abzubauen. Wo Grundprinzipien, die dem Europa, wie wir es gerne hätten, zu Grundlagen nicht mehr dieselbe sind. Aber wir müssen nicht nur in Italien suchen. Es hat die Impression, dass zur Zeit, die letzten 14 Tage, wie wir nicht mehr in Italien suchen machen. Das ist richtig, das Wahlresultat ist nicht super. Mit dem Wahlresultat ist der Ausdruck von einem Volk, was gewählt hat, aber was eben die Leute gestimmt hat, die sie gestimmt haben. Wir machen noch andere Länder besuchen, die wir noch bei uns sind, mit denen wir viel mehr direkten Kontakt haben. Zum Beispiel möchten wir den Minister du Redressement Populiste in Frankreich besuchen, einen gewissen Herrn Montebourg, der schon seit Jahren und Jahrzehnten nicht mitgeht, ob die Klänge an hauptsächlich auf Lützeburg zu klappen. Wir machen noch Aussagen von einer Minister, die eigentlich in Frankreich besser müsste wissen, der Madame Filippetti besuchen. Die Frage kommt von Deutsch aus. Mein kann ihn als französischer Minister nicht und die Lützeburger Grenze kommen wie von Deutsch aus. Das war zum Fall von dem Betrieb, von einem französischen Produzent, den sein Betrieb auf Lützeburg hat, gesucht hat. Das kann nicht das Europa sein, wie wir es verstehen. Und das ist also auch nicht das Europa, wie dann Treaty verankert hat. Das ist nicht das Europa, das soll bestehen. Ich würde den Herrn Steinbrück, auch ihn aus der Blutgruppe von denen da, will ich ja gut nicht mehr sagen. Der Mann von Ouagadougou hat er dich nicht einmal solid zugeschlagen, wenn es darum geht, Differenzen eigentlich abzumachen, für Keiler zu treiben. An einem Moment, wo eigentlich das Europa mit dem Wetter funktionieren wo zusammen geschafft wird, wo zusammen Solutionen gesichert gehen, gesagt werden, dass die Groß immer mehr nach sich, aus Eisenahn, und zum Teil auch immer mehr für sich, und die Klänge
immer mehr muss ich ströbeln. Aber wenn man von den kleinen Schwätzen die Freundinnen und Freunde, dann ist das lange nicht mehr Lützeburg. In den die europäische Politik aufmerksam verfolgt, die gesagt, dass das selbst auch für die Belge zählt, für die Holländer zählt, für die Zyprioten zählt. Also verschiedene, die gute Strappen, die groß sind wie mir, und einfach nach klein sind an Europa. Zwei Stichwörter. Besteuerung da, wo produziert wird. Stellen Sie sich mal vor, wie das soll geschehen. Eine Forderung, die hauptsächlich an England ganz stark deshalb diskutiert wird, wo Betriebe, die multinational, die international funktionieren, eigentlich gesund kriegen, sie müssten da besteuern, wo auch produziert wird. Aber wo besteuern sie dann, wenn sie an 12 oder 14 oder 16 Länder produzieren? Und ist es nicht logisch, dass irgendwo die Betriebe, besonders wenn sie multinational sind, besonders wenn sie an alle Märkte schaffen, einen Platz haben, wo sie können ein Headquarter machen, wo sie können eigentlich die verschiedenen Aktivitäten bei ihnen zeigen, wo sie nicht überblick über hier Betriebe behalten. Aber was mich persönlich ganz beunruhigt hat, dass nicht viel kommentiert ging, das ist an der Diskussion über Zypern. Froh, die an Europa von verschiedenen Leuten gestaltet wird, ob in Bankenplätzen noch kein Zulassen, die mehr important sind wie Teil von den Ländern. Auch spätestens da, liebe Freundinnen und Freunde, handelt sich heute um Zypern. Aber ich höre da etwas raus. Und da sind wir relativ sicher, sind wir mal an der Diskussion dran, wann die Diskussionen da giffen weitergeführt gehen. Wann auch den Sektor, den europäisch abgestellt gehen, als wann den nächst an die einzelnen Nationaldeler zerstückelt gehen. Es sind also für einen Hintergrund, wo man sich eine Reihe von Fragen muss stellen, wo man sich eine Reihe von Sorgen muss machen, wo es darum geht, Politiken zu definieren, als Land für Führung zu kommen. Wie muss man reagieren an meinen Namen? Und froh, diese Stellen einfach an den Raum ran, reagieren wir immer so, wie wir eigentlich müssten reagieren. Wir müssen abbleiben liefern. Wir müssen abbleiben für Leute, die aus dem Ausland bei uns kommen. Für uns zu helfen, als Gesellschaft weiterzuentwickeln und als helfen, als Wirtschaft weiterzuentwickeln. Und wir müssen abbleiben für Kapital, was auf Lützeburg kommt. Wir müssen abbleiben, für dass die Leute, die zu Lützeburg suchen wollen, investieren, das noch können machen. Wir müssen ihnen ein Message geben, dass sie willkommen sind zu Lützeburg. Auch wenn sie heute nicht mehr aus der Belgien, aus Frankreich oder an Deutschland kommen, da wozu kommen sie, die als reich gemacht haben an den letzten Jahren und Jahrzehnten. Auch wenn die Suren heute aus Indien kommen, wenn sie aus den arabischen Ländern kommen. Wir müssen denen Leuten ein Message geben, dass wenn sie sich an Europa wollen implantieren, dass Lützeburg eine eigene Adresse ist. Dass Lützeburg eine Adresse ist, von der sie am sozialen Frieden mit kompetenten Leuten, mit kompetenten Systemen bedingt gehen. Wir müssen Wir müssen, liebe Freundinnen und Freunde, innovativ gehen, heißt nicht ausruhen, neue Nischen erkennen, behandeln und umsetzen. Es stellen froh, sind wir so innovativ? Sind alle Gremien, die wir angesagt haben in den letzten Jahren, noch immer so dynamisch? Haben sie noch immer die Impulse, die sie gehen, für auf der Finanzplatz, für auf der Bankenplatz, die Neuerungen heranzubringen, die notwendig sind? Antwortpolitik auch schnell genug, reaktiv genug, ob die Fischlei, die aus den Sektoren kommen. Weil wir müssen eine Nischenpolitik machen. Wir werden als Land nie ein Land gehen, das eine Gesamtökonomie kann bedingen. Wir sind nicht Deutschland. Wir haben keine integrierte Produktionen am Industriesektor. Wir sind ein Land, das muss gucken, permanent, und das ist noch voll schon aus dem Land von den letzten Jahrzehnten gewesen, immer rum an neue Domäne, neue Herausforderungen umzugehen, sie mit Kompetenz zu lesen, mit Rapidität den Leuten, die wollen etwas zu Lützeburg machen, eine Antwort geben. Und wir müssen als Stärkten ersetzen. Wir müssen abhalten, zu lamentieren. Wir haben Vielspruchigkeit. Wir haben Kompetenz an diesem Land. Wir haben weiter ein zentrales Lager an Europa. Wir haben gute Kenntnisse von unseren Nachbarn. Wir haben viele Argumente, für das Lützeburg auch an einer veränderten Welt eine Position
kann erhellen, die eng dynamisch Position ass die op Zukunft ausgeriecht ass. Wir müssen als Drugin, wir müssen innovativ sinn, wir müssen ophalen ze lamentéieren, wir müssen ophalen ze mengen, alles gi vum selven an UNIFOR kommen. Und wir müssen wissen, dass man net überall mehr die Echt sind. Dass man nicht mit der Klasse besten an allen Domänen von der Politik sind. Mit dass man also einst du ihre kleine Fortschritt mal können, nicht freien. Dass man nur jahrzehnten von quasi unbegrenztem Wachstum an diesem Land. Auf ein Kümmel von Reichtum, den wir verdeelt tun, dass man auch nicht an Zeiten kommen, wo ein zwei Mannerfleize verdeelen hat, mit dass ihn das aber gut kann verdeelen an zum Besten von seiner Gesellschaft. Ich hat im Ostkongress den Tag ein Beispiel gebraucht, und zwar aus dem Sport. Wie im Ostkongress bei Neva war der selbe Tag ein Veloskurs. Und der Titel bei Vordelu war den Sagan siegt, Schleck im Ziel. Ich muss sagen, das haut eine positive Nachricht. Sagan siegt, Schleck im Ziel. Am selben Moment war bei RTL eine Neuigkeit, Sagan siegt, Schleck abgehängt. Sagan siegt, Schleck im Ziel, gibt mir Hoffnung. Hoffnung auf bessere Leistung, Hoffnung darauf, dass der Kandidat, den eine schlechte Zeit hat, dass den an Zukunft nicht mit positiven Neuigkeiten kann für sich aufmerksam machen. Also, liebe Freundinnen und Freunde, das ist alles relativ. Das ist viel auch eine Sache von der Durchstellung. Ob in die Sachen, die ein Abweises hört, ob in die positiv durchstellt, oder ob in der Meinung ist, dass in alles muss schlecht reden. Dass alles, was den noch viel bringt, eigentlich auch irgendwo 2 oder 3% tun, die einem nicht gefallen, und die eigentlich mehr wichtig sind, wie die 97% von der Solution, vom Problem, die ihnen durchgefallen der hat. Und an einem Moment, und das möchte man ganz viel sagen, wo man eigentlich positiv zusammen mit Courage und Zukunftsaufgaben soll gehen, diskutieren wir seit über einem Jahr eigentlich über andere Sachen. Wir diskutieren während 6 Monaten über Leben und über Wickring, wo eine Regierung vorgeführt wird. Wir diskutieren punktgerecht durch noch über den Geheimdienst, wo wir nur seit 6 Monaten an der Diskussion sind. Ich persönlich, Freundinnen und Freunde, kann nicht mehr in einem Zufall leben. Weil gerade schon an dem Moment, wo es der Polizeirapporten am Juli 2012 rausgegangen ist, dass die ganze Affäre Leving Wickring, wo die Staatsminister und die ganze Regierung sich an allen möglichen und unmöglichen Heringen an der Chambre heute müssen präsentieren, justifizieren und so weiter, eigentlich als Ursprung eine Inszenierung von der Demokratischen Partei und Teilen von der Demokratischen Partei ist, an den Ausgangspunkt eigentlich ein Promoteur war, der bei einem Exponent von der DP gegangen ist, exakt von dem Moment dünn, hört dir an der gewissener und an der geschwärzten Presse in diesem Land über Leving Wickring nicht mehr. Da wird interessant gewesen. Da wird interessant gewesen, mal auf den Hintergrund von der ganzen Affäre rüber zu gehen. Da war das Sujet nicht mehr interessant. Das konnte nicht mehr auf die Regierung klammen, das konnte nicht mehr auf den Staatsminister klappen. Und du hast gesehen, dass von einer Sekunde auf den anderen 400 großen Vakanz das Sujet zu einem No-Sujet ging. Aber wie wir aus der Vakanz rumgekommen sind, hat du ein anderes Sujet müssen hier kommen. Und das Sujet war sehr erfand. Und dafür diskutieren wir noch seit 6 Monaten über den Geheimdienst. Wie wollen wir auflenken? Wie wollen wir eigentlich einer Regierung nicht mehr zugestehen, an einer Majorität das zu machen, was sie eigentlich muss machen? Nämlich Solutionen und Lösungen für die Zukunft von unserem Land zu sichern. Und ich habe die Impression, wie wir besonders probiert haben, den Staatsminister an diesen Affären hier zu attackieren. Hier sind Leute, die Namen an die Herren um Weg, die sind am Gang einen ganz, ganz langen Wahlkampf zu machen. Ob Nebenschauplatz, wo ihr keine Farbe muss bekennen, wie ihr dann in die wirklich Zukunftsorientationen bestellt ist, wo es vier und allem drum geht, alle Floskeln. Aber wir kennen sie von 2008. Den CSV-Staat, der Ränger, der Einzige, was sich geändert hat, dass er nicht 25 Jahre Juncker, das 30 Jahre Juncker.
25 Jahre Juncker war Ihnen 2008 zu lang, 30 Jahre Juncker als Ihnen 2013 zu lang, Jean-Claude. Was sollen wir machen? Solange wir gewählt gehen, solange die Leute uns wählen, solange die Leute durchwählen, bleiben wir dabei und dann machen wir das, was wir zu machen für die Zukunft von unserem Land. Ich finde, Herr Freund, wir wollen diesen Leuten sagen, die Wahlen sind nächstes Jahr. Am Mai höchstwahrscheinlich aufgrund von europäischen Kontrahenten, weil wir ja nicht wollen, innerhalb von 14 Tagen zweimal wählen gehen, mehr am nächsten Jahr. Aber bis dahin schaffen wir. Wir schaffen viel. Am Ferien haben wir eine ganze Reihe von Punkten schon gesagt. Wir schaffen am Ende vom Land. Das ist nicht alles, was uns gelingt. Muss auch nicht gelingen, muss auch nicht die Ambition, dass uns alles gelingt. Mit gelingt uns einfach eine ganze Reihe Sachen, auf denen wir hilfreich sind. Und wir basieren uns auf Werte. Wir basieren uns auf unser Grundsatzprogramm. Wir haben für ein paar Wochen 10 Jahre Grundsatzprogramm haben wir uns angeguckt. Haben wir festgestellt, dass die Werte, die an unserem Grundsatzprogramm für 10 Jahre sind, nämlich die Werte von Toleranz, Ausgleich, Subsidiarität, Solidarität, Kompetenz, Leistung, Umverteilung zwischen Reich und Arm, brav, dass die Prinzipien, auf denen wir als Politik basieren, nämlich die von der christlichen Soziallehre, auch 100 und mehr Jahre durch noch ihre Aktualität nicht verloren haben. Es gibt sogar so in Zeiten von Krisen mehr aktuell sind wie je. Wir brauchen als Freundinnen und Freunde nicht zu schummen für das, was wir gelesen haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Zusammen mit vielen anderen, nie allein, weil wir immer einen Koalitionspartner dabei hatten. Von nur verschiedene Leute, aber besonders an interessanterweise auch Leute von unserem jetzigen und unserem freieren Koalitionspartner, mengen, wir hätten als CSV alles allein zu verantworten. Wir wären responsabel für alles, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu Lützebüsch geschieht. So what? Ja, wenn Sie der Meinung sind, dass Sie nicht dabei wären, für all die sozialen Errungenschaften gemerkt, die sind am Ende von unseren Leuten an den letzten Jahren und Jahrzehnten. Da wären wir es. Wir holen das ganz gerne ab uns. Aber wenn wir die Bilanz machen, von den Sachen, die uns gelungen sind, wir sollen mit den anderen zusammen, Sie sollen wir allein. An denen Sachen, die uns nicht gelungen sind, dann meine ich, dass der Bilanz ganz klar zu der Seite wird pendeln, wo die positiven Sachen sind. Aber wie das wir viel Positives an der Vergangenheit konnten machen, haben wir eine positive Bilanz. Aber wenn wir nach Willen am Ende von unserem Land an unsere Leute weiterschaffen, haben wir auch noch eine ganze Reihe von Projekten. Auf allen Niveaus. Aber wir lassen uns nicht ein Jahr an drei Monaten führende Wahlen an eine Situation herabbringen, wie wenn wir die Projekte nicht mehr wollten durchbringen. Au contraire, wir wollen weiterschaffen in einer ganzen Reihe von Punkten, die ich lo während zum Teil developieren an den Staatsminister als einer Reihe tun, auf anderen Punkten werden angehen, wobei den einen oder den anderen Punkt auch schon von unserem Fraktionspräsident als einer exzellenter Rede auch thematisiert gesehen. Ich denke nun mit den Sujeten, die bei uns an der Partei ein bisschen mehr kritisch sind. Wenn wir noch Sujeten, die mehr kritisch sind, über die wir diskutieren, über die wir diskutieren tun, über die wir in nächster Zeit nach Werten diskutieren. Ich denke nun am Sujet von der Integration der Nationalität und dem Wahlrecht. Was eigentlich verschiedene Sujets sind, die in Einzel misst behandeln. Wir werden aber Sujets sind, die von verschiedenen probiert gehen, immer eins mit denen zu vermischen. Wir sind an die Wahlen gegangen, guckt das Wahlprogramm von der CSV 2009, dass wir gesagt haben, wir wollen die Nationalität abmachen. Mehr Leute Möglichkeit geben, in eine bessere Kondition in Lützebäuer zu gehen. Als ein Teil von der Integration. Aber nicht als den einzigen Punkt von der Integration. Nationalität soll für uns erster den Aufschluss von einer Integration sein, ein wesentlicher Bestandteil von einer Integration, den aber auf vielen anderen Punkten auch muss spielen. Ich will ausdrücklich an dieser Debatte mein Freund, der François Bilschen, loben für die Art und Weise an das Fangerspitzengefühl. Mit hin
die Debatte do ugängen ass. Und zwar ruhig, besonnen, am Dialog mit den Leuten, an dem man oppe Propositionen gemacht hat, die zu diskutieren sind, die man an der Partei diskutieren. François, ich fand, dass du an dem dritten Dossier ein exzellent Arbeit für die Zukunft von unserem Land muss. Und hier soll merci gesagt sein. Leider haben verschiedene probiert, Diskussion mit einer Diskussion über das Wahlrecht eigentlich zu vermischen. Und am Ende von einer Debatte auf RTL zwischen unserem CSJ-Präsidenten Serge Wilmes und der Präsidentin von Die Grünen, Samantha Tansa, als es deutlich ging, dass die Proposen absolut keine Plus-Value gingen bringen, per rapport zu den Vorschlägen, die der Minister Bildchen ausgeschafft hat. Und dass Madame an dem Fass auf Fass, wie es darum gegangen ist, Argumente auszutauschen, nicht nur mit schlecht wieder zu führen, ganz wenig argumentativ den Argumenten von unserem Freund, dem Serge, entgegenzusetzen hat. Serge, du hast nicht dem Moment richtig gemacht und Diskussion, also auch du noch an eine total andere Richtung als sie gegangen. Es geht an der Diskussion, liebe Freundinnen und Freunde, Wesentliches und genieves Hauptplatz. Zu den wesentlichen Sachen an der Diskussion gehört für uns der Spruch. Der Spruch ist für uns essentiell. Der Spruch ist für uns, wie Nationalität, ein ganz wesentlicher Bestandteil von einer Integration. Wir wollen, wir haben und wir werden als Partei alles machen, für dass die Leute, die bei uns kommen, in der bestmöglichsten Konditionen so sehr, wie es geht, Lützebäuer Spruch können lehren. Und wir werden auch an der ganzen Diskussion nicht bereit sein, ob Spruch als wesentlichsten Integrationsfaktor heute zu Lützeburg zu verzichten. Das ist hier klar und deutlich gesagt. Und wir brauchen uns nicht zu schummeln. Wenn ich gesehen, dass in Deutschland bis heute keine Doppelnationalität da ist. Wenn ich gesehen, dass in Frankreich sie nicht mal die Ausländer Wahlrecht auf kommunalen Plan richtig konnten regeln. Fallen nicht, dass wir mit den Gesetzgebungen, die wir geschaffen haben, am Laufe der Zeit, übrigens zu groß davon, in der CSV-Federführung, besonders was das kommunale Wahlrecht für Nicht-Ausländer und noch sogar Nicht-Euro, Nicht-EU-Bürger anbelangt, dass wir als CSV es fertig spricht tun, an unserer Gesellschaft, an mit unserer Gesellschaft, an dem Punkt, die Erinnerungen vorzuholen, die notwendig sind, für das Gesellschaft als Einheit zu summen, an ein Weg geht, und dass wir uns nicht auseinanderdividieren auf Punkten, wo es nicht notwendig ist, dass wir uns auseinanderdividieren. Ein zweiter heikles Sujet für unsere Partei, viel diskutiert, und das ist auch gut, dass er viel diskutiert, dass als Diskussion über das Bestätnis von Gleichgeschlechtlichen koppeln. Am Koalitionsakkord von 2009 haben wir das Bestätnis verankert. Das heißt bewusst, dass es das Sujet aus den unserer Partei kontrovers diskutiert wird, dass wir nicht eine Meinung dazu haben. Ich fühle mich ein bisschen erinnert, und Diskussionen über die Euthanasie, die wir auch kontrovers gefeuert haben, 4 oder 5 Jahre an unserer Partei, bis wir zu einer Meinung gekommen sind. Zu einer Meinung, die von ganz vielen, von den meisten am Saal gedroht ging. Also nur 5 Jahre haben wir sehen, den am Zentrum auch von der Kritik an der Partei stehen zu dem dritten Sujet. Völlig klar und deutlich nachdenken, so, und hätten wir damals an der Euthanasie es fertig gebracht, die Amendemente, die wir als Partei ragen haben, am Parlament durchzukriegen, wenn es nicht mehr mit enger Stimmmajorität gewischt wird, da wir mir das Gesetz halt viel mehr wohl, wie das Gesetz, was damals gestimmt ging, das gegen das gestimmt ging. Das. Froh vom Bestätnis von gleichgeschlechtlichen Koppeln, an die werden mich doch nicht liegen strafen. Also an unserer Partei auch eine Frage von Generationen. CSJ hat den Kongress, dass wir darüber gesucht können, Samstag 4 und 8. hat Resolutionen nur geholt und hat notamment zu dem dritten Sujet eine Resolution nur geholt, die sich für das Prinzip ausgeschwert hat, für das, was um durchleitet, bei Nummer 5, bei Nummer 5 Gegenstimmen. Bei Nummer 5 Gegenstimmen. Das war für uns 10 Jahre, 24 Jahre, 34 Jahre, auch bei der CSJ. Ernst.
mit Gesäiden, dass mit den Generationen auch mit der Lief der Praxis, die ihn dann aus sich selber, aus seinem Bekanntenkreis, aus seiner Familie spielt, dass da Perzeption von der Problematik enger geht. Ich habe ein ganz interessantes Interview von Wolfgang Schäuble gelesen. Die CDU hat dieselbe Diskussion, die wir an der Partei auch hatten. Und ihn hat an einem Interview an der Substanz das heute gesagt. Nicht gesagt, wir dürfen nicht sagen, es soll so bleiben, weil es immer so wäre. Für viele Leute an der Gesellschaft die Frage hat ernst das beantworten. Da muss jemand nur denken. Wie glaubwürdig für Werte antritt, muss ich auch freuen, was hier steht an einer Welt, an der die Realität eng anders ist. Und die Diskussion, die haben wir gefeuert. Für uns 2009, im Moment, wo wir den Koalitionsakkord gemacht haben, 2009, lo haben wir so gefeuert an den letzten Moment. Und wir sind an einer ganz großen Majorität an den Gremien zu folgender Konklusion gekommen. Ja, zum gleichgeschlechtlichen Bestätnis von den Koppeln, ja, zur Adoption simple. Adoption simple, nicht Adoption plénière. Da machen wir den Unterschied zwischen älteren Sinn und Pap und Mam Sinn. Es kann ein älteren Sinn, es kann ein sich um die Erziehung von den Kindern kümmern. Und das geschieht in ganz vielen Fällen heute schon. Es kann ein den Pap und die Mam nie weg vom Kind kriegen. Das ist die Grundlegend, das ist subtil für verschiedene Leute. Mit das ist eine grundlegende Nuance, die wir gemacht haben am Resonement von unserer Partei an der Doten froh. Sie als der geliefter Realität um Terra, als dreht Rechnung. Und ich meine, wir sollen noch ein bisschen zufrieden sein, dass wir einen parteiübergreifenden Konsens, auch mit der Hölle von Gilles Roth, den unseren Redelsführer an der Doten froh als an der Kommission Juridik fertig spricht. Ein parteipolitischer Konsens sind die Dote froh, eh für alle Mal aus der gesellschaftspolitischen Diskussion von unserem Land für die nächsten Jahr rausbringt. Und alle Freundinnen und Freunde kommen ich bei der Verfassung. Die Verfassung ist ein Sujet, bei der keine Partei mehr sensibel reagiert wie uns. Ich meine, dass es keine Partei gibt, für die Stabilität vom Land und von ihren Institutionen mehr in hohe Stelle wert hat, an der Werteskala wie bei der CSV. Das ist ein extrem komplex Materie. Weil ich nicht lastgelöst einen Artikel kann gucken, das muss ich ganz oft einen Artikel gucken, dann muss ich immer zwei oder drei anderen Artikeln aufgleichen, für zwänger gesamter Lesart von dem Ganzen zu kommen. Wir haben an der Person von Paul-Henri Meyers einen ausgewiesenen Experten, den sich seit Jahr an der zusammen mit vielen anderen an der Partei um das Sujet bekümmert. Wir spüren aber, dass an der Partei Informationsbedarf ist. Wir müssen und wir werden an den nächsten Wochen am Conseil National eine Diskussion feiern über die grundsätzliche Ausrichtung, die wir der zukünftigen Verfassung wollen gehen, über die Rolle vom Grand Duc, über die Frage von Trennung von Kirche und Staat und über andere Sujets, die im Zentrum, auch am Zentrum von der Diskussion über eine neue Verfassung an ein Land sind. An meinem Freund, dem Spauze Jean, für ihn zu antworten, ob es eine remarkable oder remarkable Intervention, die in dem Südkongress gemacht hat. Will ich so, dass die CSV nicht mehr will, dass Kirche am Dorf bleibt, aber wir wollen noch, dass der Grand Duc um Thron bleibt. Sie ist das bewusst. Wir diskutieren noch mal über die sogenannte Trennung von Kirche und Staat. Ich habe das so genannt, weil ich der Meinung bin, dass wir seit 1800 an ein paar Jahren schon eine Trennung von Kirche und Staat haben. Es sind eine Reihe von Sujeten, die man diskutieren muss, immer an einer Gesellschaft, die sich weiter entwickelt. Und wir diskutieren an diesen Diskussionen mit. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Mir ist es aufgefallen, am Mittwoch war
eng wichtig Reunion. Der Minister hat eine Reihe von Leuten rundherum durchgebeten, für über die zukünftige Ausrichtung an dem Domain zu schwätzen. Katholische Kirche hat an diesen Diskussionen eine ganz abgeschlossene Rolle gespielt. Sie ist bereit, über vieles zu diskutieren. Sie ist bereit, über die Religionsgemeinschaften zu diskutieren. Sie ist auch bereit, über die Realität an den Gemengen zu diskutieren. Zwei Sujets, die wichtige Sujets sind in einer Gesellschaft, die am Gängen ist, sich zu changieren. An der katholische Kirche und katholische Werte nicht mehr die einzigen sind, die in einem Land wie Lützeburg geliebt gehen und praktiziert gehen, mit wo auch andere Glaubensgemeinschaften mehr stärker in den letzten Jahren und Jahrzehnten zu Lützeburg abkommen. Ich will am Namen von der CSV ganz klar und deutlich sagen, nein, dass wir die Religiosität an den Untergrund bringen. Glauben als eine Privatsache. Die Ausübung von der Religion als eine Eisenbahn aber eine öffentliche Geschichte. Der Staat hat Interesse zu wissen, was geschieht. Der Staat hat Interesse bei der Ausübung von der Religionen zu wissen, dass das, was hier geschieht, dass das mit Rechtsstaatlichkeit zu tun hat, dass das Fundamente von unserem Land nicht aufrostellt und dass Transparenz auf allen Niveaus geschieht. Die Länder leben Freundinnen und Freunde, die die Religion an den Hannahaft verbannt haben. Die haben sich riesige Probleme geschaffen. Wir wollen uns keine riesigen Probleme schaffen, aber stehen zu einer offenen Gesellschaft, an der der Glaube wohl, steht für Einzelne betrifft, mir wird die Ausübung von der Religion etwas das, was der Staat ganz klar konzerniert, so wie es viele andere Sachen gehen, die nicht mehr von einer Majorität oder nicht von einer Majorität von Leuten gemacht gehen, an die der Staat aber ganz stark etwas umgehen. Zwängeriert über die Situation, an der wir sind, aus der Sicht von einem Parteipräsident, gehört auch die wirtschaftliche und soziale Situation. Weil ich aber weiß, dass unser Staatsminister darüber den Hauptakzent von Singeriet will lehren, gebe ich über das Kapitel wollen weggehen. Ich gebe ein paar Kapitel nach wollen ausschneiden, die für uns auch en vue von den Wahlen, auch darüber raus, von einer gewissen nach Importanz sind. Der Wohnungsbau. Der Wohnungsbau ist ein Sujet, den der CSV extrem um Herz leidet. Wir haben, und das muss ich wirklich so in Zusammen mit anderen, vieles probiert. Ich gebe so, wir hätten alles probiert. Nicht mehr wie 350 Millionen und Unterstützungen gehen alle Jahre vom Lützeburger Staat ausbezahlt, für die Leute zu helfen, zu annehmbaren Preisen eine Wohnung zu kriegen. Und aber stellt ihr fest, dass es weiter eine Diskrepanz gibt, zwischen der Demand und der Offer. Die Leute, die ab Lützeburg beikommen, die 12 Leute, die ab Lützeburg beikommen, die über weit an ihrer Zahl deutlich 12 Wohnungen, die alle Jahre geschaffen gehen am Lützeburger Land. Auch wie das mehr Leute da sind, die gerne eine Wohnung hätten, wie Wohnungen im Marché sind, für können belöst zu gehen, wo ist eine Diskrepanz. Es fehlt, es gibt nach den nächsten Jahren viele Leute ab Lützeburg beikommen. Für das wir eine Reihe von Herausforderungen, die wir haben, können lesen. Wir müssen, und wir haben darüber diskutiert, und wir sind uns auch darüber eins, an der Relation zwischen der Offer und der Demand müssen wir einer Wege gehen. Ich sehe meine Freundin Terna am Saal sitzen. Nun erinnert mich, für uns 12, 15 Jahre haben wir auf Kongressen von der CSV schon die Idee von einer neuen Stadt haben wir an Gespräch gebracht. Eine neue Stadt oder Quartieren oder Plätzen, die auch IVL-kompatibel sind, die landesplanerisch Sinn machen, wo großflächig die Stadt gehen, die abkaufen und zum Selbstkostenpreis und Leute verdienen. Aber ich meine, dass es in der Zeit geht, die CSV meint, dass es in der Zeit geht, für umzuschalten. Das können wir nicht von heute auf machen. Wir haben einen Prozess über ein paar Jahre. Weg von einer exzessiven Behandlung von der Demand an hin zu einer Utilisation von denen Suchen für Wohnraum zu schaffen, den dann zu einem Preis zur Verfügung gestaltet, der für die Leute zu bezahlen ist. Allerdings
Und das ist eine wesentliche Kondition, muss man dann noch alle gut in die Regeln ändern, wenn es darum geht, noch wie viele Jahre, dass er dann aus einer Wohnung raus darf. Weil wenn er nämlich vom Staat zu vergünstigen Preisen eine Wohnung oder ein Terrain zur Verfügung gestellt kriegt, da kann es nicht sein, dass er 5 Jahre, 10 Jahre oder 15 Jahre nur mit einer dicken Plus-Value an der Tasche am nächsten Tag dann weitergeht. Das muss ein Grundprinzip sein von so einer Politik, die auf Dörfer gebaut ist, dass Plus-Value, dass die vom Staat generiert wird, von der Staat zu verwilligten Preisen Wohnraum zur Verfügung stellt. Das ist eine Politik, die wir in den nächsten Jahren wollen und müssen. Und ich hoffe, dass der Staatsminister aus einer Rede zum Etat de la Nation die eng oder die andere Präzision zu der Politik, die von unserem Freund Marco Schank mit ganz viel Eifer an den letzten Monaten an Jahren ausgeschafft hat, als kann bringen, für das wir zumindest an ein Equilibrium zwischen Opfer und Demand nicht können kommen. Der Marco hat den Sujet von der Schulpolitik behandelt. Ich kann mich erinnern, ich war eigentlich noch Fraktionspräsident, da ich bei einem Kongress, das muss zu Mutfort gewesen sein, ausfeierlich über eine halbe Stunde über als Politik am Domain von der Schule geschwärzt haben. Wo ich darauf aufmerksam gemacht habe, dass wir veränderte Bedingungen haben in unserer Gesellschaft. Wo ich darauf aufmerksam gemacht habe, dass wir aus denen Bedingungen mussten stellen. Dass die Homogenität, die wir in der Gesellschaft mal hatten, dass es denen nicht mehr geht, dass wesentlich neue Faktoren, viel mehr disparate Faktoren, ob als Schulwesen, auch an einem sozialen, familiär geänderten Kader, ob als anbrechen. Hier nicht auf den Punkt gebracht. Der Bilan vom Fundamentallast hier. Und die paar Kritiken, die wir uns wenden hatten, Kritiken oder Verbesserungsvorschläge, kommen Sie positiv, Verbesserungsvorschläge. Die wir als Partei übrigens hatten, kriegen wir an dem Bilan recht. Und dafür ist es für uns klar und deutlich. Wenn wir nicht mehr gerne eine Schule hätten, die gut Pädagogie gemacht hat, wir auch eine Schule und auch am Primärunterricht, eine Schule gerne hätten, an die auch administrativ mit allen Partnern inklusive der Gemeinde kann proper funktionieren, brauchen wir den Schuldirektor. Aber wenn ein Gemeinde den Schuldirektor nicht will, dann soll sie nicht tun. Ich fand, dass man dem Gesetz, was man muss können, ob man es fakultativ, allgemein, die in die Richtung will gehen, für die Organisation von ihrem Unterricht, von ihrer Schule, ob einer wäre, zu stellen, für hier mehr stark administrativ Konnotation zu gehen, dass das muss kommen. Das wird eine Hauptrevendikation von unserer Partei sind an den Konklusionen, die wir aus dem Bilan zur Schule machen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir die Minister auch dazu kriegen, für mit auf den Weg zu gehen. Keine Mussbestimmung, wo sieht man von einem der auf den anderen, wenn er das ernst das will machen, wenn er eine gute Komitee der Kolle hat, wenn das proper funktioniert. Keine Mussbestimmung, mehr eine Brandbestimmung für die Leute, die einer Weg wollen machen, weil sie aus der Geschichte von ihrer Schule und ihrer Gemeinde raus zur Konklusion kommen sind, dass es besser ist, dass das ob einer fest gestaltet, wie das bloß der Fall ist. Liebe Freundinnen und Freunde, ich will ein Lanz brechen für zwei Domänen, die bei uns auf den Kongressen nicht mehr selten nur geschwert gehen. Wie wo man uns froh muss stellen, an einer Welt, die ändert, an einer Welt, wo man Männermöglichkeiten haben, an einer Welt, wo man muss gucken, das, was man noch können, selber bestimmen, das zu bestimmen. Ob man nicht an zwei, drei Domänen verstärkt müssen, Ressourcen und Mäuer dran setzen. Ich schwätze ganz konkret von den Domänen vom Mittelstand und ich schwätze vom Domain vom Tourismus. Es hat mich auch vielleicht viele Leute von euch gewundert, dass ein Tourismus 4,5% vom PIB heutzutage ausmacht. 4,5% vom PIB möchte der Sektor aus, den er eigentlich für die Importanz, die ihn hat, am Menge nahen noch nicht genug die Möglichkeiten gibt für Publizität für ein Land am Ausland zu machen. Weil Tourismus Leute auf Plötzburg bringen, das ist Monet sonnant et trébuchant an der Käse von unseren Hoteliers, aber das ist aber auch also die meiste Macht, die ums Spiel steht. Das ist die Möglichkeit, Leute zu weisen, dass wir nicht nur in einem Busch sind, aber dass wir ein Land sind, was viel Schönheiten hat. Und ich wäre froh, wenn wir uns in dem Domain in Zukunft
méi verstärkt nach Kenten zowende, well den Domäner so schönet fir Droge sot, wo mir ganz viel selber nach können machen. Wodurch die ege Leichtung, den wir, den egenen Dynamismus, den wir haben, wo wir nicht Europa, aber Europa auch gewesen sind, wo nicht ein Eis kann kommen, an ein nächstes probieren, ein Stück auf unsere Wäsche zu holen. Wo wir können etwas, was wir haben, erweitern, auf vielleicht den einen oder den anderen Stück noch weiter ausbauen. Und dasselbe zählt für mich für den Mittelstand, der Pilier eigentlich von unserer Gesellschaft und Term von Emploi, der Mittelstand, den ganz stark gefördert ginas, besonders an den antizyklischen Mesuren von den Jahren 2009-2010, für das den uns nicht wegbricht. Auch der Mittelstand, die Mittelstandspolitik, die Möglichkeit mit den kleinen Patronen zu diskutieren, umzugehen. Wir sind am Sujet von Jean-Claude höchstwahrscheinlich von Herrn No, wann es darum geht, wie können wir die Betriebe dazu bringen, für zu produzieren, sich um das zu bekümmern, wo können wir sie entlasten, bei Prozeduren an anderen Sachen, mit denen sie eigentlich nicht so gut eins gehen. Und dann komme ich zum Wasser. Ganz kurz, schüss für zu sagen, dass wir ein klares Ziel haben. Es sind heinst du überrascht, muss ich wirklich sagen, über die Brutalität von der Diskussion, die wir an der Partei feiern. Wir haben ein klares Ziel. Wir haben ein Wahlprogramm. Wir haben einen Koalitionsakkord. Und unsere Minister schafft darin. Ich habe unterdessen eine Invitation gekriegt für den 11. März, dass Ivo Ma fängt der Minister an, über die Anfangspropositionen, die er gemacht hat, die er ganz viele Leute geschickt hat, ganz viele verschiedene Leute, Jean-Marie, geschickt hat, für darüber zu diskutieren. Nicht für man Brechensen etwas zu machen, mir viermal herauszufinden, wenn wir über den Wasserpreis schwätzen, über was wir eigentlich diskutieren. Über Wasser und über Aufwasser, über Syndikate und über Prozeduren und zu gucken, da löse an einer langfristigen Perspektive die Preise so nah wie möglich bei ihnen zu bringen. Wir stehen als Partei weiter für den einheitlichen Wasserpreis an Term, was ich noch immer darin versteht, dass nämlich nur die nächste Aufgabe, das klar zu seriieren, was wir darin verstehen, für den dann zu realisieren. Und ich will klar und deutlich sagen, wir brauchen keine Petitionen für die Privatisierung vom Wasser zu sehen. Als Partei ist seit 30 Jahren ein entscheidender Verfechter vom Fett, dass das Wasser an nationaler Hand ist. Das ist das einzige Gut, was wir eigentlich zu Lützeburg haben. Das ist das Gut, was indispensabel ist für das Leben von uns allen Gehören. Das ist an öffentlicher Hand, ob das auf Gemengen, ob Syndikats- oder auf Staatsniveau ist. Und da soll es und da wird es auch bleiben. Nimmer über CSV gibt da eine Änderung kommen. Und die könnt so nicht ich ganz klar nicht. Und wir müssen, liebe Freundinnen und Freunde, auch Betriebe, die plötzlich wollen kriegen, vielleicht nicht mehr offen begegnen, wie wir das an den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben. Wir diskutieren viel darüber, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und je nachdem, was für eine Sorte von Arbeitsplätzen, das haben wir aber relativ sehr Bürgerinitiativen auf den Plätzen, wo die da sollen kommen, für die Produktionen zu machen, für die wir sie da gerne hätten, da zu kommen. Aber wenn man mal macht, eins sind, und die hat ein Herz, allein applaudiert auf dem Punkt, dass man muss einen Arbeitsplatz schaffen für die jungen Leute hier am Land, die keine Qualifikation haben oder ganz wenig Qualifikation. Und für die Leute, die nicht ein Universitätsdiplom können kriegen, für die Leute, die nicht einmal ein Premiersdiplom können kriegen, also essentiell für die Überleben von unserem Land, dass wir nicht Betriebe an unserem Land kriegen, die an so Produktionen tätig sind. Und das kann keine Fatalität sein, dass die Industrie also wegbricht. Ich bin froh zu hören, dass die Regierung will, ein Zug durchmachen mit allen Konzernierten, dafür zu gucken, was den kann machen. Und ich hoffe, dass wir nicht an den selben Sachen, die wir, an denen wir hängen bleiben. Ich gebe ein Beispiel. Ich muss nicht über den Zug geschwärt. Ich verstehe ja, dass ich alles muss kompensieren an der Welt, an der wir heute sind. Mir gibt eine Doppelgleisigkeit von einem Zug gebaut, von Peiting an die Stadt. Da gehe ich einmal davon aus, dass wenn ich so eine Doppelgleisigkeit baue, dass ich dummer da will, die Leute auf den Zug, also auf den öffentlichen Transport kriegen, also vom Individualverkehr wegholen, also eigentlich etwas machen, was für die Umwelt ist.
Realität ist aber, dass Gesetze, wie sie belohnt sind, dann mein Plädoyer ja sehen, dass man die Gesetze ändern nicht, dass nichts mehr geschieht, mehr, dass es ähnlich das geschieht. Die Realität ist, dass dann, das haben wir dann sehr well, rundherum die Strecke an einem Perimeter von ein paar hundert Meter, wird müsste gucken, eigentlich all Angriff, all Käuer, die mir Ried gelöscht gehen, all Dinge, den do, all Hallen, den do gereckelt gehen, für den man ein Punktesystem bis zum dreifachen, vierfachen eigentlich von dem, was sie wäscht, machen, miskompensieren. Ich fand es zwei Sachen. Erstens, das gebe ich eine Differenziation gerne machen zwischen einer Initiative, die wir holen am Schutz von Umweltschutz. Und wenn das klar definiert, dass man das in dort Punkten zu ähnlich das muss behandeln, wie wenn es etwas ist, was eigentlich verbraucht möchte. Und das zweite, wo ich wirklich insistiere, das, dass man als Staat an der Reform die Lücken Möglichkeit gibt, dass die Kompensationen, dass die über den ganzen nationalen Territorium können machen. An einem Land, das halb so groß ist wie Deutschland, muss es doch können möglich sein, 3 oder 4 oder 5 oder 6 Plätze am Land zu finden. Und wir haben das schon, zu Hause haben wir das, unter dem Stausee haben wir das. Wo wir der Meinung sind, die dort Plätze an dem Land, die wollen wir für die Biodiversität, wollen wir die aufrechterhalten, da wollen wir keinen Zugriff, da hätten wir keinen, da wollen wir keine Zubetonierung. Und das, wenn ich am Süden etwas möchte, dann möchte ich am Osten etwas. Wenn es kompensiert gehen, dass es ganz gut möglich ist, muss sein, auch an der nationalen Solidarität, für dann die Punkte zu holen, und dass der Staat da kann am Norden oder am Westen oder wo auch immer, auf einem Platz, wo das sinnvoll ist, das da kann machen. Es möchte eigentlich keinen Sinn, dass all Dümpel, da ob 300-400 Meter neben den Nähen muss an Treu gesagt gehen oder muss ungelöscht gehen oder wer doch immer. Ich meine, dass es wesentlich mehr sinnvoll wäre, wenn man an einer kohärenten nationalen Politik, und ich hoffe, dass der Minister da nicht nur geht, dass man an einer kohärenten nationalen Politik fertig sprechen. Und ich so schön nicht auf der Strecke da. Ich kenne doch bei Betrieben so eine Industriezone, wo kompensiert gehen. Also ich hätte da die Schenkeier an einem Fass auf Fass gesucht. Das kann nicht sein, dass man in einer Welt sieht, wo für dich ein Industriebruch ist, an dem man 15 Jahre nicht eins gesehen. Wenn man die Industriebruch soll, dann näher logisch geht, man so nach dem Biotop drauf. Man muss ja nicht nehmen, den Umwelt dingen wäsch, man muss auch nach dem Biotop kompensieren. So kann es eigentlich nicht sein, wenn man nach gern an einem Land will, Fero kommen. So, und nun haben wir einen Job. Weil das Feierl 4 an den Hauptredner könnt. Und der Hauptredner ist nicht der Parteipräsident. Den Hauptredner ist der Staatsminister von diesem Kongress. Ich wollte nach über Finanzen und Budget schwätzen. Ihr wisst, dass das denn da der ist, dem um Herz leid. Ich lasse den Staatsminister das machen. Ich will schließen mit etwas, was mir eigentlich die letzte Woche ist, ganz stark bewusst gehen ist. Da muss ich mich eigentlich wundern, dass das nicht mehr bewusst geht. Der sogenannte Pärzpflichtskandal, den komischerweise heute noch nicht thematisiert, Ginas. Wenn ich gesehen habe, was für 1 Euro pro Kilo alles an Bewegung gesagt wird, über regional, national, europäisch Grenzen weg, wenn ihr in der Zeitung liest, wie du vom Feuer an der Wiese steht, bis zum Endabnehmer da Sachen gemacht gesehen. Dann ist das ja eigentlich ein Skandal. Das ist ein Skandal unter Wohl selber, weil der Konsument eigentlich ungeschossen wird, weil nicht da dran ist, was drauf steht. Und das ist ein Skandal, dass eigentlich, wenn ich das ganz auch an der Ökobilanz gucke, und ich gucke, was da mit einem Pond Pärzfleisch geschieht, und ich gucke die Kilometer, die das nur sich lädt, für dann an den Teller zu kommen von dem, den es soll genießen, eigentlich nicht mehr normal. Ich will all die an Europa für uns tätig sind, warnen. Weil ich nicht höre, da müssen Bestimmungen nicht mehr stark gemacht werden. Muss nicht mehr streng gehen. Auf europäischem Niveau Bestimmungen mehr stark machen, das heißt ganz oft, kleine und kleinste Betriebe Möglichkeit holen, für über die Grenze von ihrem Land nach können zu exportieren. Und das ist besonders an einem Land wie Luxemburg extrem wichtig, auch von einer ganz großen Importanz. Ich frage mich, für was kaufen wir nicht beim lokalen Produzenten?
ein Assmedailler, ja, vielleicht. Aber die kriegen aber Qualität an ihren Teller, kriegen ran. Die kriegen ein gutes Produkt auf ihren Tisch. Es gibt sich ganz viel mehr gemacht, mit allen möglichen Marken, für an den letzten Jahren Promotion zu machen für Produkte, die an der Region, bei uns an der Region, an Island, das zu gehen, an Regionen abgedeelt. So weit haben wir es gedriven, für den Konsument zu weisen, dass es möglich ist, aus der Region an den Teller von der Region ein Produkt zu kriegen. Kommen wir noch stützen da. Als Bauern, als Winzer, als Mittelstand an ihren schweren Arbeit, diese Hund. Und ich verstehe, dass nicht jeder verändert kann machen. Aber wenn ihr eine Pulle für 3 Euro kauft, glaubt mir, dann ist für Männer wie 3 Euro am Pulle dran. Weil du hast irgendwo eine ebene Fister dazwischen gemacht. Und dann ist nicht ganz viel dran. Dann ist nicht ganz viel dran an dem Pulle, den du kauft. Und eine Pulle, natürlich letzten Weekend ist bei mir, wo wir noch vorher, eine Pulle, den bei der Appamp zum Beispiel durch die Füße läuft, und ist einmal groß. Und das B mit C, ein bisschen, schmeckt aber exzellent. Und sein Fett ist Giel. Giel, nicht weiß. Giel. Alle Freundinnen und Freunde, so wie es mit den Produkten ist, so ist es am Ende noch an der Politik. Lass ich nicht verfeiern für Sonderangebote. Sie sehen schön aus. Sie sind billig. Und daher nicht viel. CSV, also Nationalprodukt. Und ein Regionalprodukt, wie wir heute Morgen auch konnten erfahren. Wir sind vielleicht ein bisschen mehr schwerfällig. Wir sind vielleicht manner sexy, wie andere. Aber bei uns? Ja. Also sehen das dann auf mich. Wir bei uns wissen da, wer da hat. Aber wenn wir uns als Partei in Bewegung setzen, dann machen wir das mit Seriosität und Kompetenz. Wir probieren den Abschiedsverfall. Und dafür, Kolleginnen und Kollegen, nicht nur da, wo CSV draufsteht, also auch CSV dran. Ist doch nicht vielmals, merci.